Jeder kann die Welt retten und das ist so einfach. Und heute möchte ich euch anregen, wie ihr das tun könnt. Guten Morgen! Lebensmittelverschwendung ist einfach traurig, weil unnötig. Und ich bin mir sicher, da seid ihr auch davon überzeugt. Aber trotzdem, ja, dass dieses Statement oder dass diesem Statement so viele zustimmen, wird einfach sehr, sehr wenig dagegen gemacht. Dabei gibt es immer ganz, ganz kleine Tricks, die nicht nur dafür sorgen, dass weniger weggeschmissen wird, sondern auch, dass man mehr Geld zur Verfügung hat, vitaler ist, sportlicher ist und andere positive Synergieeffekte ausgelöst werden. Und das muss doch ausreichen, um wirklich mal was zu tun. Und wenn das nicht reicht, dann zieht euch einfach mal diese Doku rein, die ich euch oben in den Infokarten verlinkt habe, als zusätzliche Motivation. Ich habe seit ca. 2 Jahren keine Lebensmittel mehr weggeschmissen. Wisst ihr, was das für ein gutes Gefühl ist, sagen zu können, ich verwerte alles? So viele da draußen machen einen auf Moralapostel und zeigen mit dem Finger auf andere, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht in Ordnung und so weiter. Und in allen Lebenslagen werdet ihr dieses Phänomen finden. Aber wie wäre es, wenn man dann wirklich mal selber konsequent was tut, als mit dem Finger auf andere zu zeigen und sagt, hey, ich mache etwas und sich darauf fokussiert. Er kennt den Spruch, den ich schon fast überlegt habe, mir zu tätowieren, aber da von dem Tätowieren einfach das Problem habe, aber das ist vielleicht ein anderes Thema, dass man nur die Verantwortung für das hat, was man aussendet. So. Und wenn man etwas aussendet in Form von du bist und du machst falsch und ja, ich bin der moralische Zeigefinger, dann tut man nicht Liebe aussenden und dann tut man auch nichts Positives aussenden, sondern nur was Negatives, Beschuldigungen, Anklagen. Wenn ihr hingegen etwas tut, dann macht ihr das, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr euch auch immer wohlfühlen werdet, wo ihr zufrieden mit eurem Leben seid und da kommt auch nichts Negatives zurück. Das nur mal so am Rande erwähnt. Also tut was im Kleinen und wenn alle was im Kleinen tun, dann entsteht auch etwas Großes. Eine Bewusstheit gegen Lebensmittelverschwendung. Ich gebe euch heute ein paar Tipps, ja, die ich für mich als besonders hilfreich empfunden habe. Und den größten und den besten direkt am Anfang. Kauft euch einen Mixer und verwertet eure Reste an Obst und Gemüse in einem Smoothie. Egal ob Brokkoli-Strunk, alte Pilze, die ihr noch findet, Radieschenblätter oder jegliche Form von Grünzeug oder Gehäuse, was irgendwie noch rumliegt. Das kann alles mit in den Smoothie. Weiterhin matschige Äpfel oder schon angegorenes Obst. Zack, rein damit. Da spart ihr euch Vitaminpillen und Nahrungsergänzung. Einfach die Reste rein in den Smoothie. Zusammen mit ein paar reifen Bananen schmeckt im Endeffekt dann alles und ist eben auch gesund. Selbst die Bananenschalen, wenn Bioqualität, die könnt ihr, wenn ihr ganz extrem seid, mit in den Smoothie reintun. Video dazu habe ich ja schon mal gemacht. Ich selber mache das auch eher selten. Aber ich will euch einfach zeigen, wie breit die Möglichkeiten sind, etwas zu tun. Umso hochwertiger der Mixer, umso mehr könnt ihr natürlich dann auch verwerten, weil es dann wirklich bis zur Zelle quasi aufgespalten wird und ihr gar nicht mehr wisst, dass das irgendwie Bananenschalen gewesen sind, sondern das ist dann einfach nur noch ein großer sämiger Brei. Der absolut gesehen beste Mixer ist meiner Meinung nach immer noch der Harexco und der mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ist der Ultratec. Beide habe ich auch unten verlinkt und vielleicht tue ich auch euch eine Rezension oben in die Infokarten packen. Aber was kann man denn noch tun? Öfter einkaufen. Klar, ich habe es auch geliebt, einmal die Woche meinen Wocheneinkauf zu machen. Mit so einem, ja, ich hatte damals so ein relativ großes, fettes Auto ranfahren und alles randvoll packen, als würde morgen der Krieg ausbrechen. Und ja, und dann wieder abzudampfen und zu Hause dann halt alles einzusortieren und so halt so einen riesigen Lebensmittelvorrat zu haben, einmal pro Woche. Aber erstens kann man jeden Einkauf, wenn man ihn klein hält, nutzen, um Sport zu machen und eben den Einkauf im Rucksack nach Hause tragen. Das heißt einerseits Muskulatur, andererseits Laufen. Ich laufe selber auch immer 4 Kilometer, wenn ich einkaufen gehe. Das ist das eine. Und zweitens verbraucht man auch weniger Benzin, wenn man die Einkäufe ohne Auto tätigt, wenn man sie zu Fuß erledigt. Man überfrisst sich auch nicht in den ersten 2 Tagen, das ist mir immer passiert, wo man sich dann immer auf die besonders leckeren Dinge stürzt, die man in diesem Wocheneinkauf dann gekauft hat. Und man kauft einfach auch bedarfsgerecht und nicht auf Verdacht. Gerade dem nährstoffspezifischen Hunger, der wird da viel mehr Rechnung getragen. Also wenn ich
weiß, also ich weiß nicht 3 Tage vorher, ob ich was ich in 3 Tagen genau brauche. Und das weiß ich, und das kann ich einfach viel besser bedienen, wenn ich ja an dem Tag einkaufe, wo ich esse, idealerweise jeden Tag. Ne? Auch die korrekte Lagerung von Obst und Gemüse, das ist auch ein Punkt, wo ihr Lebensmittel ja, verwertbarer macht für euch. Video dazu habe ich auch schon mal gemacht, oben in den Infokarten. Ich sehe immer noch Leute, die Gurke in den Kühlschrank tun und die Orangen ja ganz normal draußen in der Wärme liegen zu lassen, obwohl diese kühl gelagert werden sollten. Generell ist Tiefkühlgemüse und Tiefkühlobst auch durchaus eine gute Alternative. Wer mein Video zu den Vitamingehalten von Tiefkühlobst und Gemüse nicht gesehen hat und auch wo es darum geht, Rohkostqualität und nicht, wie das alles so ist, unbedingt, das ist ein richtig gutes Video oben in den Infokarten. Da zeige ich euch auch, wie hoch der Vitaminverlust bei welcher Temperatur ist. Schaut euch unbedingt das Video an, ganz ganz wichtig. Das Thema Mindesthaltbarkeitsdatum, auch so ein Thema. Viele wissen mittlerweile, dass dies bei einigen Lebensmitteln wirklich komplett unerheblich ist. Gerade bei Hülsenfrüchten und Getreide kann man dieses Mindesthaltbarkeitsdatum wirklich getrost vergessen. Schaut euch das Lebensmittel an. Ist kein Schimmel dran, hat es einen neutralen Geruch oder so wie es dann riechen sollte, kein Ungeziefer dran, wunderbar, dann kannst du das Lebensmittel essen. Wer eine Mahlzeit zubereitet und zu viel macht, auch so ein Punkt, der sollte wissen, egal ob das eine Gemüsepfanne ist oder ein Salat, fast alle Gerichte schmecken nach 2 oder 3 Tagen noch besser und intensiver, als wenn sie frisch zubereitet sind. Die meisten haben es dann maximal einen Tag im Kühlschrank, wenn es dann nicht gegessen wird, dann schmeißen sie es einfach weg, ne? Weil sie nicht wissen, dass man es noch essen kann. Und wenn man es nicht weiß, dann probiert man es. Was denkt ihr, wie die Tiere, die fern von Zivilisationskrankheiten leben, das machen mit ihrer Nahrung? Ne? Traut euch wieder auf euren Körper und eure Sinne zu hören und lasst euch nicht vorkauen, was ihr zu denken und was ihr zu tun habt. Dann gibt es natürlich noch das Foodsharing. Gerade in großen Städten ist das total problemlos. Entweder über die großen regionalen Gruppen, die direkt übrig gebliebene Sachen bei den großen Discountern abholen und dann quasi auf private Verteiler wieder weitergeben, oder eben ganz privat. Ihr habt zu viel eingekauft und seht, dass ihr das nicht schafft an dem Abend. Dann stellt das einfach rein bei Facebook mit einem Foto und eine halbe Stunde später kommt jemand, der sagt euch Danke, nimmt das Essen und es wird verwertet. Ne? Und selber natürlich auch die Augen offen halten. Einfach in solchen ja, Gruppen schauen, oh da hat jemand was zu essen, das könnte ich heute Abend essen, wunderbar, gehe ich hin, hole ich es mir einfach ab. Ne? Passend dazu auch zum Thema, dass ja, ich habe ein Paket bekommen von der lieben Kathleen, das ist eine Zuschauerin, und genau aus demselben Grund hat sie mir ein kleines Paket geschickt mit Sachen, die sie wahrscheinlich erstmal gar nicht aufbraucht, und ja, und sie weiß auch, dass ich in meiner finanziellen Situation dankbar darüber bin, Essensreste zu verwerten, und da hat sie mir einfach, ja, einfach so ein Paket geschickt mit Dingen, die ich noch verwerten kann, die sie vielleicht auch noch verwertet hätte, aber ich wahrscheinlich noch eine Ecke dankbarer verwerte. Das Video vom Unpacking, das packe ich dann direkt jetzt hier gleich ans Ende des Videos. Einfach mitdenken und sich nicht im Fluss der Überflussgesellschaft mit anpassen, nur weil man es kann. Jeder kann was tun in seinem Alltag, um die Welt zu verbessern. Dazu muss man kein Aktivist, YouTuber oder Berufsrevolut zu sein. Gerade wenn die große Masse umdenkt, dann ändert sich die Welt. Alles Liebe, Euer Christian, und jetzt noch das Video vom Unpacking. Wir sehen uns in den Kommentaren. Macht's gut. So, ich habe wieder ein Paket von einem von euch bekommen und ja, ich mach's einfach mal auf und bin sehr gespannt, was mir hier geschickt wurde. Früher musste ich das immer, um mich selber zu überraschen, so machen, dass ich so viel bestellt habe bei zum Beispiel Amazon, dass ich gar nicht mehr wusste, was ich alles bestellt habe und dass ich mich da überraschen habe lassen. Das ist dieser Luxus, wenn man zu viel Geld hat. Aber das Schöne ist, ja, wenn jemand anders einem was schickt, wo man überhaupt nicht weiß, was dahinter versteckt ist. Genauso wie ihr ja jeden Tag nicht wisst, was hinter meinem Video jeden Morgen versteckt ist. So, ach schön. Lauter gute Sachen. Feigen, Erdnüsse, so wie ein kleines Nahrungspaket. Boah, jetzt sogar vegane Leberwurst. Sehr, sehr schön. Reis. Gepuffter Amaranth. Ich kann gleich mal lesen. Das ist schön, das sieht alles aus wie angefangen. Das ist halt, dass vielleicht jemand gesagt hat, ach, die Dinger brauche ich nicht mehr, und Christian freut sich darüber. Mal sehen. Lieber Christian, hier ist wie versprochen
dein kleines Fresspaket. Ich habe mir erlaubt, neben dem Sushi-Zeug noch ein paar andere Dinge beizulegen, die in meiner Küche schlummern und sich einfach nicht verbrauchen. Der Amaranth ist zwar, glaube ich, nicht rohköstlich, da du hin und wieder mal eine Ausnahme machst, absolut, und auch mit Freuden kocht und isst, ist das, denke ich, schon okay. Die Erdnüsse sind noch vom letzten Nikolaus übrig, die vegane Leberwurst von Attila ist echt okay, aber ich bräuchte keine 4 Döschen davon. Kann man aber leider nicht einzeln bestellen. So habe ich auch wieder ein wenig minimalisiert in der Küche und gleichzeitig dir eine Freude gemacht. Ich schaue fast jeden Tag eins oder mehrere deiner Videos und habe so vieles schon dadurch mitnehmen können. Danke dafür und ja, so kann ich etwas zurückgeben. Liebe Grüße aus Arnsberg, Kathleen. Ja, was soll ich sagen? Es ist einfach immer wieder eine Freude und ich werde die Dinger alle hundertprozentig verbrauchen, da musst du dir überhaupt keine Sorgen machen. Ne? Ihr wisst ja alle, wie es bei mir ausschaut. Ich bin froh, wenn ich was zu essen habe und bin da auch glücklich. Und mein Smoothie früh ist sowieso, da reicht alles. Und Sushi-Reis, naja, da habe ich wieder eine Rechtfertigung, um mal wieder geilen Sushi zu machen. Oh, und die Wasabi-Paste, das ist dieselbe, die ich auch nutze, die ist von Metro, zumindest ich hatte sie damals bei Metro gekauft. Und Reis, alles Sushi-Sachen, ja. Alles klar, alles schön, das ist echt schön. Danke Kathleen und ja, ich werde... Und sogar Sushi-Plätze sind auch noch dabei. Wie geil ist das denn? Ich kann sofort Sushi machen. Sehr, sehr geil. Naja, gut. Ja, im Endeffekt ist alles da für Sushi. Könnte ich mir jetzt Sushi machen. Aber es ist aber heute kein Rohkosttag. Naja, alles klar Kathleen. Also dann nochmal herzlichen Dank und ja, ich werde es mir gut gehen lassen. Thank you.